Hallo ihr Lieben, ich bin Patti und in der 35. Woche schwanger. Ich habe heute für euch ein Workout, was unsere Hüften und unser Becken öffnen soll, um unser Baby in die richtige Geburtsposition zu bringen. Außerdem behalten wir dadurch mehr Kraft für die Geburt und du hast mehr Ausdauer für den letzten Kraftakt der Schwangerschaft. That's it, du brauchst nur eine Matte. Solltest du dich fragen, ob du noch Sport machen darfst während der Schwangerschaft, kontaktiere bitte vorher Gyn oder Hebamme. Wir können starten, let's go! Wir starten als erstes mit einem Warm-up, dann kommt das Workout und am Ende gibt es noch einen Cooldown. Atme nochmal tief durch, mach dich langsam bereit und wir starten mit einfachem Marschieren. Damit werden wir schön unseren Körper aufwärmen und den Kreislauf ankurbeln. Komm in einen weiten Stand und beuge dich langsam mit geradem Rücken vor und nun berühre abwechselnd mit deinem Arm die gegenüberliegende Fußspitze. Dein Rücken bleibt dabei gerade, deine Knie kannst du leicht beugen. Richte dich langsam wieder auf und dann stretchen wir das rechte Bein auf. Wir machen also leichte Kreisbewegungen, erst von innen nach außen und dann wieder von außen nach innen. Und jetzt wechsel einmal die Seite. Sehr schön. Wir machen 20 Sekunden Pause und dann geht's los mit dem Workout. Trink gerne vorher nochmal etwas und dann atme nochmal tief durch, bevor es losgeht. Komm in einen etwas mehr als schulterbreiten Stand. Deine Zehen zeigen nach außen und beim Runtergehen folgen die Knie deinen Zehenspitzen. Halte unten kurz und dann komm zurück in die Ausgangsposition, indem du dein Gesäß zusammendrückst. Und das ist eine wundervolle Übung für deine Oberschenkel und deine Gesäßmuskeln und sie öffnet dabei die Hüfte perfekt für die Geburt. Und dreimal noch, dann machen wir 20 Sekunden Pause. Und nicht vergessen, die wichtigste Übung des Trainings, den Babybauch streicheln. Komm wieder in die weite Kniebeuge und halte sie dort. Drehe jetzt abwechselnd deine Schultern zwischen deine Beine in die Mitte des Stretches. Dein Rücken bleibt dabei komplett gerade und deine Hände kannst du auf deinen Oberschenkeln ablegen. Indem wir den Squat halten, öffnen wir weiter unsere Hüfte und durch die Oberkörperrotation lockern wir unseren vielleicht etwas angespannten Rücken auf. Ein letztes Mal noch und dann löse die Position auf. You don't care what people say, people say, people say. I'm going crazy for your baby. Don't know how you make it me feel this way, what can I say? That's what I like about you. Jetzt komm in eine Hocke, deine Füße.
Füße sind schulterbreit aufgestellt und zeigen nach außen. Bring die Handflächen vor deinem Körper zusammen. Mit den Ellenbogen drückst du deine Knie leicht auseinander. Dein Rücken bleibt dabei komplett gerade und achte auch auf die Atmung, tief ein- und ausatmen. Auch diese Übung öffnet dein Becken und fördert die Beweglichkeit sowie die Durchblutung des Beckens. Außerdem könnte sie eine mögliche Gebärposition für dich und dein Baby sein. Trinken natürlich nicht vergessen und dann mach dich langsam bereit für die nächste Übung. Du stehst etwas schulterbreit und dann setzt du dein eines Bein nach hinten auf, gehst tief in die Knie und kommst dann wieder zurück in die Ausgangsposition. Und beim Runtergehen atmest du tief ein, beim Hochdrücken atmest du tief aus. Just to get you back again. I would do anything at all. I know I'm not innocent. You deserve a better man. But let me just hold your hand once more. Ooh, 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 I wanna take you out. Ooh, 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 show you what I'm all about. Ooh, 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 make up for what we know. Geschafft. Wir machen eine kurze Pause und dann machen wir das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Your soft skin, 'cause we're still sleeping in my head. I don't care about you and him. I don't care about what has been. Mach dich langsam bereit und dann setze das andere Bein nach hinten. Dein Knie berührt dabei nur fast den Boden. Und so gehst du sicher, dass du bei der Übung nicht die Spannung verlierst, einen sicheren Stand hast und deine Muskeln optimal kontrahierst. There's a new part of me, a part I want you to see. You haven't seen the best of me, I know. Jetzt begebe dich nach unten auf die Matte und komm in einen Vierfüßlerstand. Wir wechseln jetzt zwischen einem leichten Rundrücken und einem leichten Hohlkreuz. Deine Knie befinden sich dabei senkrecht unter deiner Hüfte und deine Handgelenke senkrecht unter deinen Schultern. Mache die Übung so, wie sie für dich angenehm ist, also überstretche die Position nicht. Das ist eine super Übung, um deinen unteren Rücken zu entlasten und eine Übung, die die Wirbelsäule flexibel hält. Komm wieder in die Vierfüßlerposition und dann kreise ganz sacht deine Hüfte. Und das ist super angenehm für dein Becken, für deine Hüfte und für deinen unteren Rücken. Und sollte dein Kind noch nicht in richtiger Position liegen, kann das dazu führen, dass das Köpfchen sich richtig einnistet. Und jetzt wechsel einmal die Richtung. Sehr gut. Von hier lege ich langsam über die Seite auf die Matte und winkle die Beine an. I know that I'm lost, but I'm not.
Hebe das obere Knie so weit wie möglich an, ohne den restlichen Körper zu bewegen. Deine Füße bleiben dabei zusammen. Halte die Position oben kurz und danach senke das Knie zurück in die Ausgangsposition. Und wenn du das Knie hebst, spanne deinen Beckenboden und deinen Gesäßmuskel an und unten kannst du es dann ganz kurz entspannen. Sehr gut. Bleibe in der Position liegen und danach heben und senken wir einfach unser oberes Bein. Und los geht's. Hebe dein Bein langsam und kontrolliert nach oben und dann senke es ganz langsam und kontrolliert wieder ab. Du verlierst dabei keine Spannung. Winkle dein Fußgelenk gerne an. So kannst du die Spannung besser halten. Und jetzt wechseln wir die Seite und machen die letzten zwei Übungen nochmal mit dem anderen Bein. Du hebst das Knie wieder ab, die Füße bleiben dabei geschlossen. Und wenn dein Knie ganz oben ist, kannst du dein Gesäß schön zusammendrücken. In der unteren Position lässt du einmal komplett locker, also Hüfte, Gesäß und Becken einfach entspannen. Und noch dreimal, dann hast du es geschafft. Dann gibt es eine Pause. Und wir starten. Hebe dein Bein in die Senkrechte und dann führe es kontrolliert nach unten zurück. Jetzt komm langsam wieder in eine stehende Position und wir machen Chair Squats. Stell dich etwas mehr als schulterbreit hin, dann hebe die Arme und senke dabei gleichzeitig dein Gesäß. Diese Übung stärkt nicht nur deinen Gesäßmuskel, sondern auch deinen unteren Rückenbereich. Rückenschmerzen während der Schwangerschaft sind üblich und können dadurch gelindert werden. Solch hockende Übungen helfen dir, deinen Beckenbodenmuskel zu entspannen und zu stärken und die Muskeln perfekt auf die Geburt vorzubereiten. Komm in den herabschauenden Hund.
Dein Körper bildet also ein umgedrehtes V. Schiebe dich dann in den Plank, senke von dort deine Knie langsam ab und mache ein leichtes Hohlkreuz und komme zurück in den herabschauenden Hund. Löse die Position wieder auf, stell dich langsam auf und mach dich bereit für die nächste Übung. Komm an den Anfang deiner Matte und begebe dich in die Krieger 1 Position. Du gehst also einen Schritt zurück und dein vorderes Bein ist dann leicht gebeugt. Und deine Arme hast du neben deinem Körper angewinkelt und von vorne sieht das dann aus wie ein Kaktus. Atme beim Senken des hinteren Knies ein und wenn du dich wieder aufrichtest, atmest du aus. Die Armposition bringt dich dazu, während der gesamten Übung einen geraden Rücken zu halten. Wir machen das Ganze nochmal. Es geht jetzt das andere Bein nach hinten. Noch 3 Wiederholungen, dann hast du es geschafft. Danach kommt schon das Cooldown. Wir stretchen als erstes unsere Oberschenkel, kommen dafür in einen tiefen Lunge, setze das Knie dann ab und dann beuge dich nach vorn. Dein hinterer Fuß ist dabei lang aufgelegt und dein Rücken die gesamte Zeit gerade. Du kannst diese Position entweder 30 Sekunden komplett halten oder ab und zu die Position lösen und lockern. Sehr gut, das Ganze machen wir jetzt nochmal für 30 Sekunden auf der anderen Seite. Jetzt komm in einen Schmetterlingssitz und drücke die Knie leicht Richtung Boden. Ich trainiere hier eine von vielen möglichen Atemvarianten für die Geburt, für die Eröffnungsphase. Dafür atme ich tief und lange in den Bauch ein. Damit drücke ich das Zwerchfell nach unten und das Baby auf den Muttermund. Einfacher gesagt, ihr drückt euren Bauch beim Einatmen ganz weit raus. Die Brust bleibt dabei eher flach und dann atmet ihr schnell wieder ein. Komm jetzt in einen weiten Forward Fold. Beuge dich hier nur so weit vor, wie dein Rücken gerade bleibt. Ich atme hier nach einer weiteren Möglichkeit für die Austreibungsphase, also die Phase, wo wir unser Kind aktiv rauspressen. Du atmest dabei tief und schnell ein und diesmal stark und langsam aus. Am Ende kannst du kurz die Luft anhalten und pressen.
Es gibt natürlich viele verschiedene Varianten und Ansichten. Beschäftigt euch gern damit und guckt, was euch gut tut. Während der Geburt hört auf eure Hebamme und natürlich auf euren eigenen Körper. Das war das Workout. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Integriert es gerne öfter in eure Woche oder einzelne Übungen davon, um dich optimal auf eine für dich schnelle und einfache Geburt vorzubereiten. Ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Erfolg, noch eine schöne Restschwangerschaft und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!